Der frische Markt blüht auf. Jeden ersten Samstag in den Monaten April bis Oktober können Freunde regionaler Spezialitäten auf dem Marktplatz nach Herzenslust schlemmen. Präsentiert wird eine große Anzahl an Backwaren, saisonalem Obst und Gemüse, Fleisch, Käse sowie Wurstspezialitäten. Auch farbenfrohe Blumen und ein guter Bohnenkaffee dürfen nicht fehlen. Eines sollte man obendrein auf gar keinen Fall verpassen: Pirnas Unikate. Und da es an Markttagen immer auch um Verkaufstalent geht, habe ich Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke zum Duell herausgefordert. Wir haben also hier ja eine eigene Brauerei in Pirna und da ist mit unserer Verkaufsschlager natürlich das Schlafmützchen, weil wenn Sie abends mal nicht einschlafen können, dann sollte man so ein kleines Bierchen nehmen. Ja, das ist eine Rezeptur. Empfehlenswert ist trotzdem, so eine Flasche Gin zusätzlich mitzunehmen, weil wenn die Wirkung Tatsache verfehlt würde, dann kann man mit dem Pirna Edelhopfen durchaus nachhelfen. Und wir haben relativ leicht. Die Rechnungsliste ist genullt, das heißt, neue Runde, neues Glück. Nach dem politisch höchsten Vertreter der Stadt Pirna kommt jetzt der beste Verkaufsvertreter Pirnas, hoffe ich. Kommen Sie ruhig ran, wir verkaufen hier Pirna Unikate, das heißt, das sind alles Waren, die einen besonderen Bezug hier zu Pirna haben. 29 Euro kostet der. Wenn Sie sich noch für das ganze Set interessieren, sprich auch noch die kleineren Sachen dazu, so, das klappt noch nicht ganz so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Oberbürgermeister hat gut vorgelegt, da müssen wir die Leute jetzt mal direkt abholen. So, hallo, darf ich Sie ganz kurz stören? Nee. Haben Sie schon immer was von den Pirna Unikaten gehört? Ja, genau. Wir sind von hier. Da haben wir einen Stand, wo wir Pirna Unikate verkaufen. Wollen Sie da vielleicht auch mal schauen, ob es da was Feines gibt für Sie? Sie schauen. Ich verlasse mich auf Sie. Wir sehen uns gleich bei unserem Stand. Hier. Falls es eher der Edelhopfen sein soll, was Klares im Angebot, auch in zwei Größen erhältlich, haben wir hier von der Privatbrauerei Schmäß. Würde Sie sowas interessieren? Pirna Unikate gibt es insgesamt. Viele, viele wurden davon heute verkauft. In unserem Wettbewerb zwischen dem Herrn Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke, ja, und unserem Lukas Böhme. Es war ein enges Stechen, muss man sagen. Es wurde viel verkauft. Es waren zwei hervorragende Verkäufer, muss man wirklich an dieser Stelle sagen. Aber es kann nur einen geben. Und man muss sagen, jawohl, Herr Oberbürgermeister, herzlichen Glückwunsch. Der Wipster 2022. Nach dem Verkaufsduell ist vor dem nächsten Verkauf. Noch bis zum 31. Mai können sich regionale Produzenten mit ihren Waren beim City Management für die neue Unikat-Zertifizierung anmelden. Geprüft wird dann am 4. Juli.